Hallöchen und willkommen zurück zu As Dusk Falls. Wir beginnen das neue Kapitel und hier ist gleich ein Text, den ich euch mal vorlese. So. Dieses Kapitel enthält explizite bildliche Darstellungen von Selbstmord, die manche Spieler verstörend finden können. Spieler sind dazu aufgefordert, das Spiel nach eigenem Ermessen fortzusetzen. Du hast auch die Möglichkeit, diese Szene komplett zu überspringen, wobei ein positiver Ausgang voreingestellt ist. Möchtest du diese Szene spielen? Nein, überspringen? Ja, spielen. Ich werde sie definitiv spielen, aber vorab ist auch eine gute Info für Menschen, die jetzt vielleicht nicht damit klarkommen sollten. Sollten jetzt besser abschalten und wir werden auf jeden Fall weiterspielen. Genau. Das war es eigentlich schon, ne? Also der Text sagt schon alles. Und ich spiele mal weiter. Los geht's. '98. Okay. Das hat Dream Hotel. Bringt ihn hier weg. Taylor, was hast du getan? Er ist tot. Er ist einfach tot. Ich weiß, aber du... Fresse! Bring einfach die Leiche nach hinten. Versuch zu schlafen. Okay, Liebling? Ich bin nicht müde. Sie hat alles gesehen. Das mit Dale, die Sache mit Joyce. Ich weiß, ich kann nicht mal... Sie ist 6, Vince. 6! Gott, was soll ich Ash sagen? Armer Junge. Hast du mein Buch schon gefunden? Werde ich schon gesehen. Mache es jetzt nicht. Hör zu. Dein Dad hat einen CT-Scan bekommen. Das wird wieder. Aber ich brauche das Buch. Hey. Jetzt. Oh. Du warst da draußen. Du wusstest, was passieren würde, oder? Nein, natürlich nicht. Er war mein kleiner Bruder. Ich war da, als er geboren wurde. Er ist wenigstens im Kampf gestorben. Joyce, hast du hingerichtet? Du willst die Wahrheit? Leben ist Krieg. Menschen sterben. Sie haben keine Wahl, wann es passiert. Ziel nicht mit dem Ding auf mich. Ma'am, das ist eine laufende Operation. Sheriff? Soll ich sie festnehmen? Sharon? Sharon, du kannst nicht einfach... Was zum Teufel machst du hier? Es ist Ma. Bunty, bitte. Meine Jungs sind da drin. Sie würden mich nicht ausrauben, ohne dass du es weißt. Außerdem ist es eine ziemlich chaotische Nacht. Trotzdem, wenn sie raus sollen, lässt du mich rein. Achtung, bereithalten. Es gibt ein Problem. Verzeihung, Deputy. Sheriff? Sharon, lass mich das nicht bereuen. Verdammte Scheiße. Macht auf, bevor er seine Meinung ändert, okay? Ma, was machst du hier? Hey, Mama. Hi, Schatz.
Wo ist Dale? Shit. Oh Gott, nein. Ma, tut mir leid. Du solltest doch auf ihn aufpassen. War sie mit im Plan also, wusste sie Bescheid? Weil sie total locker ist. Oh Mann. Sharon, es tut mir leid. Wie ist das passiert? Romero lockte uns raus wegen des Helikopters. Er hatte Scharfschützen. Was? Er hat ihn rausgelockt wie... ein Tier? Hast du was zu sagen? Nein. Spuck's aus. Du denkst, mein Dale hat's verdient, oder? Das kann man nicht einfach so sagen. Niemand hat den Tod verdient. Also, da kann man nicht drüber entscheiden. Nee. Niemand verdient es zu sterben. Nicht so. Wie heißt du? Vince. Er ist ein Familienvater. Er hat direkt Probleme gemacht. Hält nie die Klappe. Und war draußen, als es Dale erwischt hat. Sagt, er wusste nichts, aber... Familienvater, ja? Verstehe. Du hältst meine Jungs für Monster, aber wir haben so viel verloren. Und jetzt Dale. Ich verliere niemanden mehr. Also hilf du meiner Familie und ich helfe deiner. Abgemacht? Ja, das müssen wir wohl... Wegen Pager warnen, sie nicht warnen. Okay. Wir wissen jetzt mittlerweile, sie ist da integriert, also sie weiß voll Bescheid. Es war wahrscheinlich auch ihr Plan und sie hat ihre Jungs vorgeschickt, keine Ahnung. Wenn wir sie nicht warnen, findet sie es bestimmt irgendwie raus. Bestimmt. Eventuell. Und wenn wir sie warnen, das ist halt das, der Polizist hat halt auch Dreck am Stecken und der ist eigentlich nur da, weil er sein blödes schwarzes Buch will, was auch immer da drin steht. Alles andere ist ihm egal, weil er hat ihm ja vorher auch gedroht, also indirekt gedroht, wenn er das Buch nicht findet, dann sterben noch mehr. Also sollen wir jetzt sozusagen mit ihm zusammenarbeiten, dass wir denen halt sagen, dass wir einen Pager haben oder nicht? Das ist echt schwierig. Also die Fragen sind als echt schwer, muss ich sagen. Weil vieles auch irgendwie dann voll ins Negative führt. Also wie vorher, was ich da alles gemacht habe. Weil eigentlich... Wenn man es so bedenkt, bringt uns dieser Pager gar nicht. Gar nichts. Also, der ist eigentlich nur da, damit wir dieses blöde Buch finden. Ansonsten... Und wenn wir zu ihm sagen, ja, hey, meine Frau liegt im Sterben, ist mir egal, finde mein Buch. Hilf du meiner Familie und ich helfe deiner. Also, wenn sie es wirklich ernst meint, dann könnte es sogar klappen. Wisst ihr, wie ich meine, dass wir jetzt irgendwie indirekt zusammenhalten. Sollen wir es wagen? Ja, komm. Ich weiß okay. Hier. Der Sheriff hat mir was gegeben. Zwei Wegepager. Er hat was? Er will ein Buch, das ihr gestohlen habt. Er sagt, wenn ich es nicht besorge... Du arbeitest mit den Bullen? Hey, warte! Tyler Douglas Holt! Lass ihn sofort los! Ich hab ihm mein Wort gegeben. Sehr gut. Also will Dante dich ausnutzen und du trickst ihn aus. Warum? Ihr seid keine Monster, die Bullen sind korrupt, überleben meine Familie. Eigentlich das und das.
aber ich stehe dann natürlich zur Familie. Mir ist egal, wessen Haus ihr überfallen habt. Mir geht's nur um meine Familie. Wir sind unterwegs. Ende. Tyler, wir müssen uns unterhalten. Dieser Idiot Dante glaubt, ich helfe ihm. Jay, Liebling, keine Sorge. Wir holen euch da raus. Also was zur Hölle ist hier los? Dante denkt, ich mache hier seinen Job. Aber er steigt sicher schnell dahinter. Nichts ist gut gegangen, Ma. Mist, das will ich doppelt lesen. Ich vertraue dir, Holz, das geringe Übel. Wir wollten uns hier verstecken, bis Romero die Puste ausgeht. Doch jetzt ist jeder Bulle der Stadt hinter uns her. Ich musste mich entscheiden. Und wie lautet das? Der Sheriff hätte mich vorhin fast erschossen, nur weil ich im Weg stand. Die Bösen brauchen uns wenigstens lebend. Um uns rauszubringen, ist nach Mexiko. Trotzdem eine blöde Idee. Dann sehen wir weiter. Die Guten sind mir ausgegangen. Tyler. Daddy. Hey, Spatz. Versuch zu schlafen. Daddy, du siehst ängstlich aus. Echt? So fühle ich mich gar nicht. Und wie fühlst du dich? Ich bin froh, dich zu haben, vor allem müde, bereit zum Handeln. Eher wie das Gegenteil. Errungenschaft, besser das Bekannte bei dir. Okay, dann beschütze ich dich weiter. Ach so, weil ich vom Pager erzählt habe, deswegen die Errungenschaft freigeschaltet. Dante, hier Sharon. Ach, verdammt nochmal, hör jetzt zu. Vergiss den Hubschrauber. Wir wollen einen Schulbus. Groß genug für uns und die Geiseln. Sie kommen auch mit? So sind wir sicherer. Ja, das habe ich gesagt. Warum bist du auch so gutgläubig? Stopp. Pass auf. Wenn das bis zum Morgen dauert, kommt die Bundespolizei. Vielleicht das FBI. Und wir beide wissen ganz genau, dass du die wirklich nicht... Damit kann ich leben. Ruf an, wenn alles da ist. Hey, was hast du da? Es ist aus seinem Buch über Vögel. Ah, es ist irgendeine Art Versteck. Schatz, woher hast du das? Es gehörte dem Sheriff. Ich dachte... Irgendwas war da drin. Vielleicht hast du es verloren. Ich weiß nicht. Ich hab nicht reingeschaut, seit wir hier sind. Vielleicht ist es draußen im Truck, aber... Romero hat einen Scharfschützen. Er geht. Ich? Wir sitzen im selben Boot. Und Jay, du gehst auch. Wenn er was anstellt, tu, was du tun musst. Eine Woche zuvor, Two Rock County. Endlich! Der Jäger ist zurück! Hab ein paar Kaninchen gefangen. Ja, toll. Hab mal versprochen, wir machen das Dach, sonst übersteht es keinen Sturm mehr. Hier. Mach dich nützlich. Wir haben die meisten ersetzt. Du musst mir neue zuschneiden. Meinst du schaffst das? Hab ich schon mal gemacht. Kiefer. Leicht zu sägen und leicht zu vermasseln. Also pass auf. Mach ich. Okay. Das war jetzt fies mit dem letzten. Ich dachte, da geht's wieder hoch. Hey, Brüderchen, weißt du, was wir aus dem Holz machen? Äh.
Ich dachte, Latten. Was, eine Latte hast du gesagt? Genau. Hey, Tyler! Er sagt, er hat eine Latte. Vielleicht brauchst du eine kalte Dusche. Ich nicht. Ah, schau ihn dir an. Lachen, abtun, auch ein Streich spielen, sie beleidigen. Fast vergessen. Hab was für dich. Ja? Oh, hätte ich wissen müssen. Ich hab ihm das beigebracht. Was für ein Streich. Hey, wollen wir uns zudröhnen? Nee, muss noch was ausladen. Nein, das wollen wir nicht. Lieber nicht. Sicher? Schnüffelt er an Kleber? Oh. Ernst gemeinte Frage. Nicht loslassen! Nicht loslassen! Was ist das? Lachgas. Nee, das ist ja eigentlich ein Ballon. Keine Ahnung. Na, sieh mal an. Hoffe ich. Verderbe euch nicht den Spaß. Pa. Was? Keine Umarmung für deinen alten Herrn? Ah, fuck. Die Party ist vorbei. Hey, Jungs. Ihr seid wohl mit dem Dach fertig. Wenn ihr hier wie ein paar Mädchen rumkichert. Siehst du doch. Wir kommen gut voran. Was? Das hast du gemacht? Das war Jay. Ehre, wem Ehre gebührt. Nun, du bist zwar nicht das hellste Licht im Hafen, aber du bist besser als deine Brüder. Und schneller auch noch. Hättest du uns geholfen, wären wir auch früher fertig. Ich hatte in der Stadt zu tun. Und wie viel hast du diesmal verloren? Komm schon, Jay. Oh oh. Bist nicht zu alt für Prügel, Tyler. Verpiss dich und lass ihn in Ruhe. Tu dir einen Gefallen, Junge, und halt dich raus. Immer wenn mein Papi seine Uhr abnahm, war es Zeit für eine unvergessliche Tracht Prügel. Halt das. Scheiße! Oh. Sehr dumm. Worum um alles in der Welt streitet ihr euch diesmal? Nichts. Ich beglückwünsche die Jungs nur zu der guten Arbeit. Hab dich nicht zurückkommen hören. Wieso? Wolltest du den roten Teppich ausrollen? Damit du darauf herumtrampeln kannst? Deinen Scheiß aufzuräumen ist das Letzte, was ich brauche. Also, will mir jetzt mal jemand verraten, was hier eigentlich los ist? Jay? Pa meinte, das mit dem Dach dauert zu lang. Dann wurde es hässlich. Ja. Wann werdet ihr alle mal erwachsen? Ich hab nicht genug für 5 gekocht. Willst du was essen? Mach's dir selber. Nein, danke. Hab keinen Hunger mehr. Jay, bring diese Hasen rein. Ich häute sie später. Wir kommen gleich nach. Ich mach uns kalte Getränke.
Okay. Wer sind Sie? Hallo, Junge. Ich vertrete einige Geschäftspartner deines Vaters. Das ist gut. Das ist ein ordentlich geführter Haushalt. Ich rufe meine Brüder, das ist Maßwerk, das ist Hausfriedensbruch, kann ich helfen? Naja, er weiß ja nicht, ob er ihn reingelassen, also ob jemand ihn reingelassen hat, oder? Vielleicht kann ich Ihnen irgendwie helfen, Sir? Deine Einstellung gefällt mir. Du kannst mir tatsächlich helfen. Lass mich raten. Für Dale bist du zu jung und Tyler ist größer, habe ich gehört. Also musst du wohl Jay sein. Ich überbringe eine Forderung. Was? Ist dein Vater da? Tja, liefert er ihn jetzt ans Messer? Scheint ja ein großes Arsch zu sein, der seine Kinder schlägt. Er war hier. Sie sind zu spät. Ach, Mist. Wie schade. Mein Auftraggeber ist ziemlich beharrlich. Ich soll eine Anzahlung einfordern. Oh, da hat die Uhr noch. Gib ihm die Uhr ab. Darf ich? Nein, bitte. Es wird Zeit, dass Sie gehen. Weißt du, du bist frech. Und meine Streichhölzer sind aus. Hör zu, Kleiner. Ich bin kein Freund von Gewalt. Aber mein Auftraggeber... Wenn dein Paar seine Spielschulden nicht bezahlt, mit Zinsen, wird das sein geringstes Problem sein. Das ist Paars Problem, wir haben kein Geld, was für Probleme. Wir sind mal interessiert und fragen nach, weil das würde mich auch gern interessieren. Wahrscheinlich droht er uns jetzt mit Mord. Wovon genau sprechen wir hier? Lass es mich so sagen, die Männer, die nach mir kommen, statt Zigarren, bringen sie Waffen mit. Interessant, aus der Schweiz? Die Uhr, ein Sammlerstück, glaube ich. Deine? Nein, sie ist nicht viel wert. Vielleicht können wir ein Abkommen schließen. Wenn du mir die Uhr gibst, rede ich mit meinem Auftraggeber und erkläre die Umstände. Sieh es als Zeichen des Wohlwollens. Haben wir eine Abmachung? Naja, das ist ja nicht unsere Uhr, das ist die Uhr von unserem Vater. Aber der Vater hat ja Dreck am Stecken und der Vater scheint ja ein großes Arschloch zu sein. Und sollen wir ihn damit eventuell den Allerwertesten retten? Dass wir seine Uhr auch einfach herschenken? Ich meine, der Vater hat ja dann Probleme und nicht er, oder? Aber sie sind ja auch so zwei Wochen später... Beim Polizisten und klauen ihm Geld für seinen Vater. Weil die Mutter wahrscheinlich auch damit drin hängt. Also, die sind ja verheiratet, also theoretisch. Ja. Schwierig. Soll ich jetzt die Uhr behalten oder ihm die Uhr geben? Weil eigentlich bin ich ja jetzt nicht so der Fan von dem Vater, weil der ja echt. Nicht gerade wirklich gut mit seinen Kindern umgeht. Und wenn ich jetzt auch noch die Uhr hergebe, wo der Vater bestimmt nachfragen wird, wo die Uhr denn ist, dann weiß ich nicht, ob wir dann noch leben.
machen. Ich glaube, Jay ist ja eh ein bisschen naiv. Also, ich glaube, sein Charakter würde ihm tatsächlich die Uhr geben. Ich würde sie behalten, weil irgendein Fremder kann mir nicht einfach irgendeine Uhr wegnehmen, nur weil er in meinem Haus ist und denkt, er könnte in meinem Haus rauchen. Und mir irgendwelche Drohungen an den Kopf schmeißen, was mit meinem Vater zu tun hat, der mich eigentlich... Oder beziehungsweise nicht mich, weil ich wahrscheinlich noch zu jung bin, ich weiß es nicht. Oder gerade nichts angestellt habe, aber meine Brüder Windel weit schlagen kann, einfach so. Ich glaube, ich behalte sie. Oder nicht? Oder gebe ich sie doch her? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Bam, 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 bam. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Ich finde das Spiel richtig cool. Es macht so süchtig. Eigentlich wollte ich heute gar nicht spielen, aber weil es viel zu heiß ist, aber ich musste unbedingt weiterzocken. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, wie ich mich entschieden habe. Bis dahin alles Gute und wir sehen uns.